Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Let's Play Magic Arena. Ich habe richtig Bock. Erstmal danke für das ganze Feedback, die reichlichen Kommentare gestern unter dem Crafting-Video. Das ging ja wirklich sehr, sehr, sehr lang. Einige haben es sogar bis zum Ende geschaut. Also Shoutout nochmal an euch. Ziemlich coole Sache und heute wollen wir natürlich zocken. Ich hatte gestern schon angesprochen, God's Pharaoh's Gift, finde ich, ist eine sehr, sehr, sehr starke Karte. Genau das wollen wir heute ausprobieren. Hier seht ihr auch mal die Deckübersicht. Ich habe das mal hier anders sortiert. Ich hoffe, das kann man so ein bisschen besser erkennen, natürlich in Kombination mit Gate to the Afterlife. Sehr, sehr, sehr nice. Wir müssen eigentlich nur 6 Kreaturen in unseren Friedhof bekommen und egal, wo unser God Pharaoh's Gift ist, dann können wir das quasi raussuchen, direkt ins Spiel bringen und das Ganze natürlich in Kombination mit den ganzen Kreaturen, die möglichst gute Enter the Battlefield Effekte haben. Hier noch so ein paar Füller. Seeker Squire zum Beispiel ist ganz in Ordnung, aber hier, ich will nicht meckern, jeder Spieler hat noch Probleme mit fehlenden Karten. Also ist das definitiv in Ordnung. Hier die Hauptfarbe wirklich schwarz und blau. Eigentlich ist das Deck immer mit weiß noch ganz nice. Ich habe hier wirklich nur ein ganz leichten Weißsplash für 2x Regal Caracal. Super nice Karte, besonders wenn wir sie dann wiederbeleben, die Tokens immer wieder bekommen, also sehr, sehr, sehr starke Karte. Also ist nicht wirklich wichtig, dass wir sie casten können. Ich habe zwar 2 Ebenen im Deck, die man dann mit den Evolving Wilds raussuchen kann, aber das hat wirklich nicht höchste Priorität. Erstmal immer blau und schwarz wird hier gefetcht und wenn wir dann noch ein bisschen, ja quasi Evolving Wilds über haben, dann können wir Plains rausfetchen, dann später auch die Regal Caracals von unserer Hand wirken, aber ansonsten wird die eigentlich immer mit solchem Discard-Effekt wie hier auf dem Gate einfach neue Karten ziehen und dann einfach abgeworfen, dann wird sie später wiederbelebt. Natürlich auch sowas wie Chupacabra darf natürlich nicht fehlen, immer wieder gegnerische Kreaturen zerstören. Dann habe ich noch einen Visier hier im Deck und dann noch hier so im 5-Mana-Bereich noch so ein paar Füller, einfach als solide Kreaturen. Ein bisschen Disruption, Duress, wir haben ja auch zweimal den Freebooter und ein bisschen Card Draw, ein bisschen Counterspells, also ist ein sehr solides Deck. Hier das Planning, wirklich sehr nice Karte, das brauchen wir unbedingt, um ein bisschen zusätzliche Kreaturen in den Friedhof zu millen, aber ansonsten sehr solides Deck. Ich habe ja schon ein bisschen gespielt und heute wollen wir einfach mal zusammen ein paar Games zocken. Sobald ich hier meine Mana-Base etc. ein bisschen verbessert habe, würde ich das Deck gerne ein bisschen mit mehr weißen Karten spielen. Hier oben Sacred Cat, natürlich hervorragend in diesem Deck, gerade auch gegen die Agro-Decks. Aber dafür ist mir die Mana-Base einfach zu wackelig, deswegen habe ich hier die Hauptfarben schwarz und blau gelassen mit dem ganz leichten Weiß-Splash und das Deck ist wirklich cool. Man muss nicht viel craften, eine Rare muss man nur benutzen, dann eben hier 3 Uncommon Wildcards habe ich verbraucht. Der Rest der Karten ist eigentlich schon in der Startsammlung drin und das Deck ist wirklich leicht nachzubauen. Also wenn ihr Bock habt, auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber ich würde sagen, wir zocken jetzt erstmal ein paar Spiele. Wir sehen uns zum ersten Spiel. Viel Spaß! So, der erste Gegner ist gefunden. Ich hoffe auf eine gute Starthand und jetzt erstmal ordentlich eine Runde zocken. Ja, die Hand sieht absolut akzeptabel aus. 3 Länder, ein Planning, eine Kreatur und ein Gate. Hervorragend. Damit können wir arbeiten. Können wir direkt mit Evolving Wilds eröffnen. Und ja, dann haben wir eigentlich Freebooter into Gate, dann Planning, versucht möglichst viele Kreaturen in den Friedhof zu millen und wir versuchen halt so schnell es geht, das Gate zu aktivieren. Ach, hervorragend, das wäre doch schön, wenn wir direkt hier Game 1 ein ganz entspanntes Spiel haben. So, schauen wir mal. Evolving Wilds und go! So, was suchen wir? Wir suchen ein zweites blaues Mana, wir brauchen immer relativ oft Doppelblau. Und wenn wir Doppelblau, Doppelschwarz haben, dann können wir anfangen, Ebenen rauszufetchen. Nice. Wir spielen gegen Vampire. Hervorragender Test. Direkt gegen den Agro-Deck. Schauen wir mal. Schauen wir erstmal, was er auf der Hand hat. Und, oh ja. Nicht verkehrt. So, jetzt die Sache. Wollen wir jumpen? Radiant Destiny ist schon eine gute Karte. Na gut, die macht ihn halt auch ein bisschen langsamer und die Sache, das Problem mit dem Vampir-Deck ist, die können super viele Token machen und das ist tatsächlich relativ stark gegen uns. Ja, nee, wir blocken nicht, weil wir fangen erst an zu blocken, wenn wir das Gate haben, damit wir immer den Draw-Discard-Effekt nutzen können. Ja. So. Ja. Machen wir das auch so. Und jetzt können wir eigentlich anfangen zu blocken. Wir haben auch einen Ticken zu viele Länder. Also wäre echt ganz gut, notfalls noch ein bisschen gute Karten nachziehen. Dann Länder abwerfen. Wir haben 0 Kreaturen aktuell in unserem Friedhof. Ja, schauen wir mal. So, die Quest ist jetzt am Start. Wollen wir mal gucken. Oh, er ist auch eine sehr gute Karte. Der Vanguard. Und jetzt die Frage, will ich wirklich blocken und ihm das Radiant Destiny für die nächste Runde geben? Ja, will ich, weil wir können Negate plus Strategic Planning nächste Runde machen, wenn wir ein Untapped Land ziehen. Mit den beiden Boneyards geht das leider nicht, aber das nehmen wir jetzt hier in Kauf.
Und schauen wir mal, was wir ziehen. Oh, eine Ebene. Damit funktioniert das sogar hervorragend. Tauschen wir einen Boneyard gegen eine Ebene aus. So. Na, noch ein Gate. Das ist nicht so sinnvoll. Öffnen wir mit dem Planning. Das ist aber schlecht. Nee, das gefällt mir nicht. Wir halten uns jetzt das Negate auf. Ich hoffe, er macht jetzt Radiant Destiny. Komm schon. Du willst keine Kreatur legen. Du willst erstmal dein wunderschönes Enchantment ins Spiel kriegen. Oder, Kollege? Komm, sei mal so gut. Sei doch mal so gut für uns. Oder zu uns. Ja, wobei vom Mana her könnte, wenn das eine 2-Mana-Kreatur ist, könnte er auch schade. Schade. Wobei unser Play nächste Runde wahrscheinlich wieder genauso aussehen wird. Strategic Planning plus Negate aufhalten. Ha, mies. Jetzt kriegen wir wieder 5. Ja, okay, wenn er noch ein Land hat, dann ist nächste Runde auf jeden Fall Lord plus Radiant Destiny angesagt. Wo sind unsere Chupacabras, wenn man sie braucht? Noch ein Planning? Schon besser. Schon besser. So, spielt er jetzt nächste Runde? Nee, er will ihn legen. Nächste Runde ist wahrscheinlich, wenn er kein Land hat, Zealot plus Lieutenant angesagt. Deswegen, wir können ihm einfach die Radiant Destiny wieder klauen für den Zug. Dann kann er sie so oder so nicht spielen. Wir können noch einmal blocken und haben nächste Runde dann das Negate und können jetzt wieder ein bisschen Schaden verhindern. Oh, Ixalans Binding ist halt auch gut. Wir nehmen trotzdem das Radiant Destiny. Einfach um Schaden zu verhindern. Da müssen wir uns später drum kümmern. Ja. Wie erwartet. Das wird auf jeden Fall eine knappe Sache. Vielleicht sogar ein Ticken zu knapp für meinen Geschmack. Ah, das Vampir-Deck ist gut. Ich halte das Vampir-Deck definitiv für das stärkste Tribal-Deck auf jeden Fall. Wobei, 19... Nee, wir müssen blocken. Na, das sieht nicht so nice aus. Wenn wir ihn gleich abschießen, den stärksten blocken, dann kriegen wir 1, 4, 6. Nee, ich glaube, wir sind genau tot. Ne, wir schießen ihn ab, das verhindert 4 Schaden. Dann countern wir, also die Radiant Destiny, und es sind... Block ihn, 2, 3, 4, 5. Wenn er kein Vampir spielt. Ah, er kann ja mit ihm pumpen. Na, müssen wir gucken. Wir könnten noch eine Runde am Leben sein. Wird auf jeden Fall noch nicht aufgegeben. 1, 2, 3, 4, 5. Kreatur. Da ist das, Radiant Destiny. Wir negaten. Und überleben noch eine Runde. Sehe ich das richtig? Es sei denn, das ist ein Vampir. Für 2 Mana. Dann sind wir tot. Huhuhu. Okay. Aber nächste Runde sind wir sehr wahrscheinlich auf jeden Fall tot. Wir bräuchten... Regal Caracals bräuchten wir. Wir ziehen auf jeden Fall. Den brauchen wir nicht. Sehr gut. Wie viele Kreaturen sind jetzt drin? War das die 6.? 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ja. Man kann es jetzt auch aktivieren. Okay. Wir haben noch eine Chance. Wenn hier ein Regal Caracal dabei ist, dann beleben wir das wieder. Und mit Lifelink ist das genug. Leute, wir haben noch eine Chance. Kommt schon. Komm. Come on. Deck. Eine gute Kreatur und Caracals zum Discarden quasi. Nein! Das reicht nicht. Wenn wir ihn als Blocker nehmen, Moment, wir können noch eine Kopie machen, aber leider hat er keinen
Wir können doppelt. Das könnte. Nein, wir haben zu wenig Mana. 4, wir müssen das ja noch aktivieren, leider. Ah, ein Mana Short. Ein Mana Short. Ah. Meine Überlegung war jetzt, wir nehmen God's Pharaoh's Gift, beleben das Chupacabra wieder und kopieren das Chupacabra und schießen eine zweite Kreatur, haben zwei Blocker. Dann könnte er aber Ixalan's Binding machen. Ah. Sind 3 Schaden aktuell. Schade, schade, schade. Geiles erstes Game eigentlich. Oh, die Vampire. Fast. Wir haben ihn fast gekriegt. Fast. Ne, das reicht nicht. Das reicht leider nicht. Ja, oder Final Reward. Das geht natürlich auch. GG. Geiles Spiel aber. Die Vampire sind sehr, sehr, sehr gut. Ja, aber wir zocken auf jeden Fall direkt noch eins. Wir sehen uns dann zu Spiel 2. So, der zweite Gegner ist gefunden. Nochmal eine gute Starthand. Ja, da können wir mit arbeiten. Definitiv. Ticken zu viele Länder, aber können wir ja mit dem Champion auch Witz notfalls discarden. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich bin gespannt, was unser Gegner spielt. Mal gucken. Erstes Spiel war ja schon sehr nice gegen Vampire. Auf jeden Fall sehr nice. Oh, diesmal ein grünes Deck. Cool. So, wir öffnen mal mit Kreaturen. Bisschen durchs Deck durchziehen. Mehr Länder ziehen. Und ja, wir sind eigentlich wie immer nur auf der Suche nach einem Gate to the Afterlife und dann Kreaturen in den Friedhof. Oh, spielen wir gegen Golgari Explore. Sieht so aus. Da können wir aber Grindiger sein. Gucken wir mal. So. Champion. Noch mehr Länder. Was denn hier los? Ist ja nicht schlimm, wenn unser Gegner unsere Kreaturen kaputt macht. Wir müssen jetzt erstmal nur die richtigen Karten finden. Doch, wir machen erstmal das Planning. Ja, Chupacabras kann man eigentlich nicht genug haben. Ich will die Bonuskarte ziehen. Deswegen greife ich hier an. Also was heißt die Bonuskarte ziehen? Ich will eine Karte nicht abwerfen. So rum. Die Bonuskarte. Ich wollte noch nicht discarden. Was sieht so aus, wenn wir wirklich gegen GW spielen? Können wir einfach super grindy sein? Müssen wir hier unsere Kreaturen erstmal gar nicht abwerfen? Wobei, das Caracal hätten wir sogar abwerfen können. Aber wir haben halt Doppel-Evolving Wilds. Ne? Wenn wir jetzt noch ein passendes Land ziehen. Also noch ein schwarzes Land einfach ziehen. Dann können wir hier schon Doppel-Planes mit raussuchen. Ich bin gerade am Überlegen. Aber bitte mit Doppelblau. So, machen wir erstmal ein Planning. Planning into Planning. Oh, 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 oh. Noch ein Planning oder eine Karte? Nee, ich will noch eine ziehen. Also eine ziehen. Kreatur ins Spiel bringen. Na gut. Na gut. Was sagt unser Kreaturen-Count? Das waren schon wieder so viele Karten. Glyph-Keeper ist dazu gekommen. 1, 2. Das Caracal würde ich gerne casten. Aber ich kann jetzt unmöglich damit eine Plains raussuchen. Ja, es muss sowas von Swamp sein. Die Tender-Shoot-Ride müssen wir ja sofort abschießen. Sonst eskaliert die uns hier vollends mit ihren Token. Sehr gute Karte. Wenn man sie nicht handeln kann, die gewinnt einfach sofort alleine das Spiel. Ja, angreifen kann er nicht so wirklich. Ja, doch mit dem 1-4er. Geil. Den doppelblocken wir. Den doppelblocken wir sowas von. Schön, Kreaturen bei uns im Friedhof. Eine weg. Ihn können wir ja eh später gleich nochmal, oder später, einfach nochmal casten. Drittes Chupacabra. Ja, jetzt wird es auf jeden Fall Zeit, dass wir uns einmal von der Dryade verabschieden und
ein bisschen mehr Kreaturen legen. Hier habe ich eben auch, hier bei meinem Mini-Deck-Check am Anfang, gar nicht drüber geredet. Mistcloaked Herald ist natürlich mehr oder weniger ein Füller, haben wir zweimal im Deck. Ist halt für so fürs Early-Game kann man halt irgendwie was blocken und später ist halt 4-4 unblockbar. Hat mir auch schon viele Spiele gewonnen, also wirklich gut. Oh, Brontodon ist auch nicht schlecht. Kann natürlich auch später unsere Karten handeln, aber schießen wir gleich einfach ab, würde ich sagen. Und okay. Ich dachte, er schießt eher das ab. Macht für uns keinen Unterschied. So, dann erstmal fetchen. Auf jeden Fall eine Ebene an der Stelle. Und dann eröffnen wir mit dem Strategic Planning. Einfach mal zu schauen, was passiert. Das... Okay, wir haben 7 Länder. Nehmen wir das mal auf der Hand. Sag ich ja, die Karte kann man auch einfach so jedes Mal zocken. Sie ist so gut. Okay. Jo, nächste Runde können wir tatsächlich Godfarrow's Gift einfach slammen. Und dann einfach anfangen, hier unsere Good Stuff-Karten wieder zu beleben. Dann sieht das eh ganz entspannt für uns aus. Das geht natürlich auch, dass man die Karte einfach zieht. Im Late Game. Oh, gut, dass er die ganzen Explore-Karten nicht mehr hat. Das sieht gut aus, Freunde. Das sieht gut aus. Diesmal werden wir nicht überrannt. Ah, das Vampir-Deck eben war aber auch stark. Das ist auch das Tribal-Deck, was ich als nächstes bauen will. Beziehungsweise das Tribal-Deck, welches ich überhaupt bauen möchte. Finde ich sehr nice. So, jetzt ist die Frage, wollen wir in Zug gierig sein und erstmal mit Duress seine Hand anschauen? Chupacabra legen? Ah, leider geht das nicht in einem Zug. Also, God's Pharaoh's Gift ist auf jeden Fall das Play. Ein Brontodon haben wir auch schon zerstört. Wenn er es kaputt macht, ist jetzt auch nicht so wild. Notfalls können wir es ja aus dem Friedhof auch wiederholen. Es darf nur nicht ins Exil gehen. Ja. Was nehmen wir denn? Mehr Karten oder... Oh, hat er direkt irgendwie was? Oder will er hier Tomb robbern? Oder hat er vielleicht schon was? Das wäre natürlich krass. Aber wir haben einfach voll die mega guten Karten noch, deswegen... Ich mache mir nicht so die Sorgen. Ich würde sagen, wir ziehen noch eine Karte nach. Oder wir greifen ungeblockt an. Nein, wir ziehen eine Karte nach. Oh, wie gut das ist. Jetzt geht der Kartenvorteil los, Freunde. Hm, wir können noch mit beiden Chupacabras angreifen. Ja, let's go. Ich würde sagen, wir sind hier definitiv in einer sehr vorteilhaften Position. Und ich denke, wir können auf jeden Fall Druck aufbauen. Wenn er jetzt durchlässt, hauen wir ihn halt für 8. Das ist natürlich super gierig tatsächlich. Einen Chupacabra tot zu blocken, damit ich das schön nächste Runde auch wiederbeleben kann. Ja. Land und go. Ja. Das sieht doch ganz gut aus. Gucken, was unser Gegner hat. Können auch ein paar gute Kreaturen in dem Deck auf jeden Fall drin sein. Carnage Tyrants, Tetsimog, der mal bei uns alles abschießt zum Beispiel. Nett. Aber ich würde sagen, das ist ein würdiges Chupacabra-Ziel. Oh, hervorragend. Schauen wir uns erstmal die letzte Handkarte an. Wir haben einen Sumpf gezogen. Treffen wir jetzt auch noch einen Nicht-Creature? Nein, das ist das Lurking Chupacabra. Alles klar. Dann legen wir mal das gute Chupacabra. Jawohl, das war zu viel für unseren Gegner. Ja! Good stuff, sage ich euch. Das lief doch schon mal ganz nice. Oh, wir haben hier unten die 500er-Quest geschafft. Habe ich noch nie gesehen in dem Spiel. Ich bin ja noch nicht so lange dabei. Das ist, ich wusste gar nicht, dass mehr als 300 geht. Oder das ist hier neu. Aber eine 500er-Quest, da sage ich nicht nein. Das claimen wir auf jeden Fall. Ich sehe hier oben auch, Freunde, 1600 Gold, bevor wir das letzte Spiel starten. Ich wollte auf jeden Fall noch ein Spiel starten mit euch. Ich habe gesagt, ich will Amonkhet Booster kaufen. Da gönnen wir uns doch mal eins zwischendrin. Ne? Schauen wir mal, was wir haben. Komm, schöne Wildcard. Oh, Start-Finish. Sehr gute Karte, definitiv. Was haben wir hier noch? Oh ja, falls wir mal wirklich doch ein Token-Deck bauen wollen. Ganz geil. Und hier oben?
Oh, ein Rareland. Da sage ich auf jeden Fall nicht nein. Jetzt, ja, grün-rot, ja, das Spiel will mich langsam zum Junt-Deck hinbewegen, so wie es aussieht. Aber habe ich nichts dagegen. Geiles Booster, gefällt mir auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr gut. Ich würde sagen, wir zocken auf jeden Fall eine Runde. Wir sehen uns dann zu Spiel 3. Bis gleich. So, der nächste Gegner ist gefunden. Mal gucken, nochmal eine gute Starthand vielleicht. Oh, unser Gegner fängt diesmal an und komm schon. Ah, mal eine schöne Hand. Wobei ich kann mich echt nicht beklagen im Moment. Das ist eine ganz nice Hand. Zwei Länder ist ein bisschen knapp, aber wir haben hier, ja, hier Zealot plus Doppelplanning. Champion of Wits. Champion of Wits ist übrigens die Karte, die hier noch am ehesten noch reinpasst. Also, ich will nur nicht noch mehr Wildcards verbrauchen. Aber Champion of Wits hätte ich gerne mehr. Also noch generell auch noch so zwei, drei mehr Kreaturen im Deck wären halt ganz gut, um schneller eben diese kritische Masse für das Gate zu erreichen. Aber ist in Ordnung erstmal. Ist in Ordnung. Schauen wir mal. Ich bin ja gespannt, gegen was wir spielen. Gegner ist Mulligan auf 6 auf jeden Fall. Okay, irgendwas mit Blau. Das sagt ja noch nicht viel. Na, da hätte ich fast das falsche Land gelegt. So. Gucken wir, was jetzt kommt. Grün. Oh, Mehrvolk. Ja. Oh, Mehrvolk ist schnell aggro mit unblockbaren. Bin ich mal gespannt, ob wir dagegen ankommen. Das Ding ist eh unblockbar. Wollen wir uns mal mehr Karten anschauen? Wir brauchen halt auf jeden Fall ein Land. Oh nein. Duress ist nicht so wichtig gegen das Mehrvolk-Deck. Die könnten zwar Negates haben. Oder Hadanas Climb, hier das Enchantment. Jetzt legt er das hier. Na, na. Unterstehe dich. Nicht so viel, bitte. Wo sind meine Länder? Okay, wir sehen aber gleich nochmal vier Karten auf jeden Fall. Also wir ziehen eine plus Planning, da wird schon irgendwas dabei sein. Das ist wirklich das Coole an dem Deck hier. Dadurch, dass wir so viel Draw etc. haben, hat man halt echt selten Mana-Probleme. Das ist halt echt super cool. Ja, unser Gegner, ja doch. Ja, geht gut los. Geht gut los bei ihm. Okay, da ist das Land. Wollen wir mit dem dritten Land irgendwas machen? Champion of Wits wahrscheinlich mal zocken. Finde ich eigentlich ganz nice. Der kann zwar nicht ganz so gut blocken. Aber wir brauchen ein schwarzes Land. Oh, ein schwarzes ungetapptes Land sogar. Das ist wirklich gut. Mistcloaked Herald ist nicht so wichtig. Und der Dead-Eye Tracker auch nicht. Die discarden wir schon mal. Dann haben wir nämlich zwei Kreaturen mehr im Friedhof. Das ist jetzt wirklich. Wir müssen wirklich schnell sein gegen Mehrvolk. Drei Stück im Friedhof. Oh ja, das ist ordentlich. Mal gucken, wenn er jetzt einen richtig guten hat, können wir ja Chupacabra drauf machen, wenn es ein Lord oder ähnliches ist. Ansonsten schießen wir den Unblockbaren ab, würde ich sagen. Und in den Zügen danach machen wir auf jeden Fall Planning, Planning. Wir brauchen das Gate. Wir brauchen das Gate. Auf der Suche nach dem Gate. Ab geht's. Komm schon. Wollen wir da blocken? Nein. Da können wir lieber gleich mit dem Chupacabra irgendwie einen Doppelblock machen. Hat er nur vier Mana-Mehrvolks auf der Hand? Oder Negates? Was hat er wohl? Was hat er wohl? Es ist kein Essensgetter. Also ich glaube, Kreaturen kann man eigentlich nie countern mit dem Mehrvolk-Deck. Das wäre schon sehr merkwürdig. Was ist hier los? Es könnte einen, wie heißt das? Dive Down, glaube ich. Der blaue Protection Spell plus 0 plus 3 und Hexproof. Das ist halt ganz geil, wenn ich jetzt hier auf den River Sneak schieße und er ihm Hexproof gibt. Das wäre mies. Aber da können wir jetzt einfach nicht drum herum spielen. Da haben wir keine Zeit für. Ja, wir schießen auf den Unblockbaren. Und es sieht einfach so aus, als ob er noch irgendwas hat. Okay, kein Dive Down. Das war schon mal gut. Und jetzt haben wir hier nämlich den Doppelblock für den Vineshaper Mythic. Und er kann halt auch nicht beide töten. Er kann dann nur das Chupacabra oder den Champion töten, weil der nur zwei Power hat. Wir haben noch einen Blocker über. Das ist in Ordnung. So. Wo ist unser Gate? Das ist jetzt die Frage. Ich will das letzte Spiel hier noch gewinnen. Komm schon, ich habe schon gegen die Vampire abgestunken. Oh. Ah, okay. Das ist gar nicht mal so relevant für uns. Weil wir keine Spells haben, die auf ihn zielen. Und Abilities auch nicht. Nicht so wirklich. Ja, hier machen wir auf jeden Fall den Doppelblock, wie eben angesprochen. Den nehmen wir gerne.
Und es wäre cool, wenn wir jetzt ein Gate finden, weil wir jetzt noch genau 3 Mana dann über hätten. Wenn wir jetzt hier ein Gate sehen. Komm schon. Jawollo. Na komm. Hervorragend. Hervorragend. Dann Ende. So. Nochmal hier wirklich die Übersicht haben. Ein Glyphkeeper. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn wir blocken, ist das die 6. Perfekt. Perfekt. Das sieht gut aus. Freunde, das sieht gut aus. Es ist Zeit, den Gottpharao anzurufen jetzt. Komm. Ich würde blocken. Ich würde blocken. Er will wahrscheinlich jetzt nicht mehr angreifen auch. Wir müssen irgendwie noch eine Kreatur in den Friedhof bekommen. Aber er hat den Unblockbaren nicht mehr. Also wir stehen nicht so unter Druck. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Im Notfall machen wir gleich Strategic Planning und dann ist eh alles gut. Ja, dann können wir auch noch aktivieren. Oh ja, gute Kreaturen hier zur Auswahl. Zealot, Glyphkeeper, als schöner als Flyer, wenn wir oben drüber fliegen wollen. Aber wir müssen uns erstmal ein bisschen stabilisieren auf jeden Fall. Ja, oh, ein geiler Anzeigebug jetzt hier. Können wir den Glyphkeeper bitte aus dem Bild haben? Dankeschön. Oh, was für ein toter Draw war das denn? Ist ja traurig. Ja, nehmen wir das Duress für die letzte Handkarte. Ja, ist nur Activated Abilities, okay. Dann ist gut. Erstmal schauen. Es ist sogar ein Spell, hervorragend. Hervorragend. Den nehmen wir doch gerne mit. Ja, das Ding haben wir leider auf der Hand, aber ist okay. So. Combat. Nehmen wir das Chupacabra und schießen erstmal Kupala ab. Wobei, ist fast egal, was wir abschießen, ne? Nö, machen wir den Counter-Dude weg. Ja. Ja, das ist ein Attack auf jeden Fall. Mit null Handkarten. Ist in Ordnung. Ja, das ist auch okay. Wenn er mit beiden angreifen will, also ihn legt, mit beiden angreifen für die Karte, ist auch okay. Weil ich würde gerne, dass der Champion, ich hätte echt gerne, dass der Champion stirbt. Weil dann können wir nächste Runde 4 Karten ziehen. Das ist halt ganz gut. Deswegen, ich lasse ihn gerne eine Karte ziehen. Er hat sich den ja schon letzte Runde rausgesucht. Also, das ist voll in Ordnung. Für mich. Eine Karte gegen 4. Komm, Block. Oh. No, möchte er nicht. Na gut. Dann eine Ebene für uns. Und schauen wir mal noch. Erstmal ziehen. Und ziehen wir nochmal. Wird nicht besser. Ich spiele mal alles erste Hauptphase, so wie man es eigentlich nicht machen sollte. Und kurz gucken. 16 ist er. Na komm. Wir smashen einfach weiter und ziehen einfach weiter Karten. So. Zack, zack. Die Vierer greifen an. Und dann haben wir auch noch gute Blocker. Yay! Ich sag ja, das Godpharaoh's Gift Deck funktioniert. Das ist wirklich, wirklich nice. Bin super gespannt, was ihr zu dem Deck sagt. Also, wenn es euch gefallen hat, ich freue mich immer mega über einen Daumen hoch auf jeden Fall und über Kommentare auf jeden Fall. Super cool, so wie gestern. Richtig nice, wenn ich dann noch ein bisschen lesen kann auch. Super cool. Ich rede hier schon so, als ob das Spiel vorbei wäre, aber es sieht wirklich sehr, sehr, sehr gut für uns aus. Es macht so Bock zu spielen. Leider, was heißt leider? Leider habe ich ja noch andere Videos auf dem Plan. Ich könnte hier die ganze Woche Magic Duels mit euch zocken. Magic Arena, jetzt habe ich wieder das. Ja, Magic Duels hat sich echt in meinen Kopf eingebrannt, dieses Spiel. Das ist schon krass. Ah, hervorragend. Ja, wunderbar. Unser Gegner hat auf jeden Fall gegen den massiven Kartenvorteil conceded. Wir haben Material Flow noch bekommen.
Aber die 50 Gold nehme ich. Jetzt sehe ich hier unten, gewinne 2 Spiele mit dem weiß-blauen Deck. Ich habe noch Approach of the Second Sun gecraftet. Hier oben Approach Deck. Damit könnte ich ja dann die Quest eigentlich demnächst erfüllen. Ich denke, das nehme ich auch auf jeden Fall dann für euch auf. Das Approach Deck ist nämlich super, super stark hier in diesem Spiel aktuell. Mega, mega krass. Vielleicht machen wir das in der nächsten Episode. Müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Ach hier, das wollte ich euch noch zeigen abschließend. Das waren die Karten, die ich bisher gecraftet habe. Ein Planning brauchte ich noch für das Deck. Dann das God's Pharaoh's Gift plus die 3 Gates halt in im Ankommen-Bereich, auch gut. Dann 2 Chupacabras, weil ich sie einfach brauchte in jedem Deck gefühlt, auch sehr gut. Und dann habe ich 2 Rare Wildcards noch für 2x Approach verbraucht, eben für das blau-weiße Approach-Deck. Super nice. Wollte ich euch noch abschließend gezeigt haben. Ja, das war es jetzt wirklich von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst, wie gesagt, reichlich Kommentare da. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.